Ich habe nichts zu spielen. So. Einen wunderschönen guten Morgen. Es wird Winter. Leider habe ich mein Mikrofon vergessen. Ich will das Video trotzdem machen, also hoffe ich, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Die Stadt reißt da hinten irgendwie. Die macht Krach. Naja. In der heutigen TGH-Folge geht es um die Frage, brauchen Hunde einen Wintermantel und wenn ja, welche? Los! Man kann jetzt nicht pauschal sagen, jeder Hund braucht einen Wintermantel. Das schadet sicherlich nicht, wenn die einen Wintermantel haben, aber viele Hunde packen das auch so. Also der Milan hat noch nie von mir einen Mantel gekriegt. Der hat gutes Fell, der hat lange Beine. Meiner Meinung nach braucht er das nicht. Aber es gibt schon so ein paar Hunde, wo ich das empfehle. Es gibt ein paar Rassen, wo ich das empfehle. Und euch möchte ich kurz erklären, warum und wieso, weshalb und bei wem. Also der allererste Punkt ist tatsächlich die Analogie zum Menschen. Da ist es genauso. Also wenn man sich überlegt, welche Menschen eher krank werden und bei welchen Menschen Grippe zum Beispiel gefährlicher sein kann als bei anderen, da kommt man relativ schnell drauf, je jünger und je älter die Menschen sind, desto gefährlicher ist das Ganze. Ja? Eine Grippe kann für ein Baby oder für einen Senioren schon gefährlich werden, während für einen normal alten Menschen, ich sag mal normalen Erwachsenen ab, keine Ahnung, 16, 17, 18 Jahren alt, das recht wenig Probleme mit sich bringt. In gewissen Alterskategorien sind wir einfach fitter als in anderen und so ist es bei Hunden auch. Ich würde also sagen, Hunde, die sehr jung sind, also wir reden wirklich von Welpen bis zu, sag ich mal, einem halben Jahr. Ja, ein halbes Jahr ist kein Welpe mehr, weiß ich, aber von Welpenalter an bis zu einem halben Jahr. Und Hunde, die sehr alt sind, die sollten im Winter, wenn es kalt wird, tatsächlich ein Mäntelchen haben. Weil die holen sich schneller eine Krankheit. Da ist schneller mal eine Blasenentzündung drin oder. Ja. Jetzt kann man beim Alter nicht sagen, ja, ab wie vielen Jahren fängt das an, das kommt halt auf den Hund an. Eine deutsche Dogge ist ab 6 schon alt oder ab 7, während weiß ich nicht, Kernterrier mit 14 noch fit ist. Also das kann man so nicht sagen. An dem Punkt, wo ihr sagt, ach, jetzt ist es so ein richtiger Senior, an dem Punkt würde ich über ein Wintermäntelchen nachdenken. Das ist also die eine Geschichte. Ihr bleibt schön liegen. Nein, Platz. Nein, Platz. Naja, dreh dich halt um. Du bleibst auch liegen. Also, junge und alte Menschen, die sollten, junge und alte Menschen, ja, die auch. Junge und alte Hunde, die sollten einen Mantel haben. Und zusätzlich würde ich noch das Ganze von Fellbeschaffenheit und Größe des Hundes abhängig machen. Ein Beispiel. Wir haben eine Menge Havaneser im Moment im Welpenkurs und im Junghundekurs. Und dann, die mögen auch teilweise schon 10, 11 Monate alt sein. Und wenn der Winter kommt, sind die auch gerne ein Jahr alt. Aber das ist dann für den Havaneser der erste Winter, den er mitmacht. Weil der andere Winter davor, wenn er im Januar geboren worden ist, hat er die meiste Zeit drin verbracht. Da hat er nicht so viel mitnehmen müssen. Da war er nicht so viel draußen. Das heißt, solchen Hunden, Hunde, die sehr klein sind, die übers Gras hinweglaufen, wo der Bauch schnell nass wird, weil sie halt eben kleiner sind, denen würde ich auch einen Mantel anziehen. Stellt euch einfach vor, dass dieses Gras hier nass ist. Wenn die da drüber laufen und da würden die mit dem Bauch dran kommen, ja, dann sind die relativ schnell auch am Bauch nass. Und das wäre ungefähr das gleiche, wie eure 10-jährige Tochter bauchfrei im Winter rausschicken. Ja, das können die ganz gut ab, aber man muss es halt auch nicht provozieren. Ja. Ich würde da tatsächlich schauen, dass ich da was anziehe, was einfach die Nässe abhält. Und im Zweifel, weiter, hier, Gaia, wo ist die Frisbee? Hast du die Frisbee jetzt liegen lassen, du blödes Huhn? Gaia, wo ist die Frisbee? Such die Frisbee. Frisbee? Weißt du, die macht alles für die Frisbee, aber... Nein, wo ist die Frisbee? Such! Ah, du bist doof, ey. Gaia, Frisbee, such! Gaia, Frisbee, nicht schnüffeln! Die ist ja vielleicht behindert. Was ist denn mit dir verkehrt, Hund? Gaia, Frisbee! Wo ist die Frisbee? Ach, dann laufe ich halt komplett zurück. Ja, sehr gut. So. Also kleine Hunde, die schnell einen nassen Bauch kriegen oder aber auch Hunde, die generell dünneres Fell haben und einen nackten Bauch haben, da würde ich auch ihren Fell anziehen. Also zum Beispiel ein Old English Bulldog oder Boxer oder Wischler oder ja, all sowas, was halt kurzes Fell hat. Die können zwar größer sein und kriegen keinen nassen Bauch, aber das Fell bietet halt einfach nicht viel Schutz. Wo der Old English Bulldog noch eine Speckschicht drunter hat, die ein bisschen wärmt, ist der Boxer schon fast nackig. Ja, unter der Haut kommt nicht viel und dann kommen die Rippen. Und das gleiche gilt halt auch dann für die Organe im hinteren Bereich. Ja, die Blase und die Niere sind da relativ schnell auch mal verkühlt. Das heißt, überlegt immer, wie alt, wie jung ist euer Hund? Ist er in einem mittleren Alter wie Milan oder Gaia und hat ein gutes Fell wie Milan oder Gaia, dann gibt es da kein Mäntelchen. Aber Gaia hatte als Welpe auch einen Mantel. Ja? Gaia ist im Oktober geboren. Ich habe die
kurz vor Weihnachten bekommen. Da war sie 9 Wochen alt und im Januar, über Weihnachten waren wir dann, gib das hier, gib mir das hier. Über Weihnachten waren wir dann bei den Schwiegereltern im Erzgebirge, da war es kalt, da gab es einen Mantel, weil ich nicht wollte, dass sie krank wird. Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung beim Welpen. Einmal zum Tierarzt gehen kostet euch 30, 40, 50 Euro, je nachdem wo ihr wohnt, welcher Tierarzt das ist. Einmal ein Mantel für den Welpen kostet 10 Euro. Wenn ich den danach nicht brauche, ist fertig. Ja, wenn ihr einen Mantel nehmt, es gibt unterschiedliche. Ihr könnt einerseits, wenn es eine trockene Kälte ist, könnt ihr tatsächlich einfach einen alten Pulli nehmen. Wir hatten auch schon mal eine Stunde. Da war es im Winter sehr kalt und da war der, ach Gott, jetzt muss ich überlegen, wie er hieß. Da war, war ein Chihuahua da, die Besitzerin saß im Rollstuhl. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Hund heißt. Mist, ey. Das ist schon 4 Jahre her. Ja, und das war halt zu kalt und die hatten ihren Mantel vergessen. Na, dann habe ich eine Socke ausgezogen, habe dann ein Loch reingeschnitten, dann habe ich dem die Socke angezogen. Weil es war eine trockene Kälte, es war minus 4 Grad, aber war halt nicht nass. Aber das ist minus 4 Grad für einen Chihuahua, der gleich immer Boden ist, ist halt nicht gut. Also gab es von mir eine dicke Wintersocke, Loch rein, Hund rein, fertig. Ja, dass zumindest die Bauchregion, die nackig ist, dass die zumindest warm ist. Wenn ihr euch jetzt die Gaia mal anschaut, klar, ist kein Welpe und die ist jetzt ein bisschen geschoren. Ich versuche das mal. Da unten drunter ist halt nicht viel Fell bei ihr, ja. Ihr seht das. Ich kann da jetzt nicht hinzeigen, weil ich habe sie in der Hand. Da. Da ist halt nicht viel Fell, da hat sie sich schnell verkühlt. Ja, also dann lieber ein Jäckchen anziehen. Habt ihr einen Opa? Jacke. Habt ihr einen Welpen? Jacke. Das ist euer Hund klein und wird am Bauch schnell nass? Jacke. Es ist eine trockene Kälte, dann kann es ruhig auch so eine Wolljacke sein. Ich hatte auch schon mal so Adidog und sowas. Fand ich alles ganz witzig. Das kann ja auch eine stylische Jacke sein. Ich hatte zum Beispiel mal einen Mini-Bullterrier, der kam mit einer Adidog-Jacke und mit Kapuze. Fand ich voll cool. Das hat halt auch noch so richtig ins Klischee gepasst. Ne? Also die Besitzer haben da auch mit dieser Klischee-Geschichte ein bisschen gespielt. Wenn es allerdings etwas nass ist und euer Hund könnte am Bauch nass werden, dann würde ich tatsächlich einen Mantel nehmen, der die Kälte und die Nässe abhält. Das heißt, dann nehme ich wirklich so ein Regenmäntelchen. Ja, das ist ganz einfach. Dann gehe ich mit ihm raus, lasse ihm das Ding an. Und wenn er sich ein bisschen warm gelaufen hat und vielleicht ein bisschen rennen und toben soll, damit er die Jacke nicht nass wird, ziehe ich die aus. Dann soll er eine Viertelstunde toben. Danach schrubbere ich den ein bisschen ab, den Bauchbereich, und dann kriegt er die Jacke wieder an und fertig. Mehr ist es gar nicht. Die hat eine Meise. Ihr könnt auch einfach mal im Internet gucken, da gibt es ganz viele DIYs für Hundejacken, Hundekörbchen, all so eine Geschichten. Ich habe der Gaia tatsächlich aus einem alten Pulli damals eine Jacke gemacht. Der Milan war mal in Holland, als wir da waren, da hat es so geregnet, da war es wirklich schweinekalt nachts. Da habe ich ihm einfach meinen Pulli angezogen. Großen Hunden könnt ihr dann einfach einen Pullover anziehen. So ein Reißverschlusspulli ist ganz schnell angezogen. Ja, und dann macht ihr unten in die Ärmel so ein bisschen Knoten rein, damit das sitzt. Oder benutzt ein Haarband oder sowas. Und fertig. Dann hat er einfach mal einen Pulli angehabt über Nacht, damit dem nicht zu kalt wird. Das ist eine einfache Geschichte. Also es gibt Möglichkeiten, was zu basteln. Wolljacke bei Trockenheit, Regenjacke, wenn es nass und kalt ist. Und ansonsten lieber 20 Euro für eine Jacke ausgegeben als kranken Hund. Kranker Hund ist immer teurer und ist auch nerviger und mehr Arbeit. Wir haben das in der Huta auch. In der Huta sagen wir den Leuten auch, bitte bringt denen eine Jacke mit, wenn es kalt ist im Winter. Wenn wir die zum Toben rausschicken, dann ziehen wir denen die aus. Wenn die kaputt machen, wenn das jemand ist, der auch mit Jacke ganz gut tobt und es kaputt geht, dann bleibt die lieber an. Lieber haben die nach 2 Jahren eine neue Jacke für 20 Euro gekauft, als dass der Hund einmal krank ist in der Huta. Ja. Und wenn wir die dann reinholen oder die sich draußen aber nicht zu viel spielerisch bewegen, sondern einfach nur rausgehen und draußen eine halbe Stunde Zeit verbringen, dann haben die ganz normal ihre Jacke an. Drin wird dann geheizt, aber die behalten die Jacke trotzdem an, damit die Jacke sich mit aufwärmt. Ja. Lieber eine Jacke gekauft als einen kranken Hund. Ach so, was ich ganz vergessen habe zu sagen. Was ihr nicht machen solltet, ist euren Hund den ganzen Tag in die Jacke einpacken und auch schon bei leicht moderaten Temperaturen. Also im Moment hat es so 13 Grad und es ist so eine moderate Geschichte. Da hinten läuft zum Beispiel gerade so ein Chihuahua rum. Man sieht den jetzt, glaube ich, nicht. Er ist jetzt gerade hinter dem Bäumchen. Das ist ein kleiner weißer Chihuahua, der eine Jacke anhat. Generell ist das ein Hund, dem ich bei Kälte auch eine Jacke anziehen würde, aber nicht bei 13 Grad, ihr habt ihn jetzt vielleicht nicht gesehen.
Wenn ihr eurem Hund schon so bei moderaten Temperaturen eine Jacke anzieht, dann gewöhnen die sich auch nicht an die Kälte. Also die sollten schon ein bisschen mit kühlen Temperaturen in Kontakt kommen, damit sie sich auch dran gewöhnen können. Damit das Immunsystem sich ein bisschen stärken kann. Wenn ihr die immer in Jacke rumlaufen lasst und die haben einmal keine, dann sind sie viel schneller erkältet, als wenn die sich langsam an die Kälte gewöhnen und ihr die Jacke nur anzieht, wenn es richtig schweinekalt wird. So, jetzt bin ich raus. Tschö. Kommt die zwei. Attacke, es geht nach Hause.